Hallo, YouTube meint mal wieder, sie würden nicht genug Geld verdienen und haben somit eine neue Marktstrategie auf den Markt gebracht. Ja, ich würde es schon Marktstrategie nennen. Sie haben auch kostenpflichtige Kanäle hinzugefügt. Das ist ihre Marktstrategie. Und die gehen von ungefähr 99 Dollar, das entspricht ungefähr 75 Cent, bis hin zu 6 Euro. Wobei nach oben das natürlich offen ist. Jedoch sind die Kanäle in Deutschland noch nicht verfügbar und können nicht geschaut bzw. gebucht werden. Was sich in den nächsten paar Wochen sicherlich auch ändern wird. Was es alles für Kanäle gibt, das seht ihr jetzt da hier. Es gibt die verschiedensten Kanäle von Acorn TV bis hin zu Woodworkers. Also, in Deutschland sind die noch nicht buchbar, allerdings kann man sich mal, bei manchen Kanälen ist es zumindest möglich, sich den Trailer, kann man sagen, anzugucken. Und ja, das könnt ihr selber mal machen. Bei den verschiedensten Kanälen gibt es Trailer, die sind auch, bei manchen Kanälen sind sie verfügbar. Link von der Seite von den 53 Kanälen ist selbstverständlich auch in der Videobeschreibung unten. Und sehr wahrscheinlich wird auch in der nächsten Zeit werden da noch mehr Kanäle hinzugefügt werden. Und ja, auf jeden Fall halte ich euch auch wieder auf dem Laufenden. Und jo, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss.